Wie oft habe ich von euch unter meinem Redland-Video gelesen, ja, vergleich doch mal Redlands mit Mindbug. Mindbug ist doch viel besser. Nein, Redlands ist viel besser, aber Mindbug ist viel einfacher zu spielen. Und deshalb vergleiche ich die beiden jetzt einfach mal, um jetzt auch diese Fragen für alle mal ein für alle Mal zu beantworten. Und natürlich habe ich nämlich noch mehr gespielt, denn Zweierspiele kamen wieder häufiger auf den Tisch. Deshalb gucken wir uns mal Dice Throw an und Stellium, was aber allerdings eben von 2 bis 4 Spielern zu spielen ist und nicht als komplettes Zweierspiel gilt, aber mich auch positiv überrascht hat. Also starten wir mal mit dem Vergleich. Los geht's. Bretman. Willkommen in der Bretthöhle. Ich bin Simon, aber when? Denn es gibt jetzt eine große Frage hier zu klären. Redlands oder Mindbug? Muss man beide Spiele haben? Gibt es ein ganz klar besseres Spiel? Die Frage werden wir beantworten, aber wie ihr unsere Folgen hier kennt, haben wir natürlich auch noch viel mehr gezockt und gucken uns jetzt noch ein weiteres Zweierspiel an, was jetzt nicht komplett in die Kartendynamik mit reinpreschen wird, aber was bestimmt viele Freunde von euch da draußen findet. Und das ist Dice Throne. Ich habe es endlich geschafft, auch mal das erste Dice Throne zu spielen. Bin jetzt hier schon in Staffel 2 angekommen und hier kriegt man die einzelnen Boxen eben mit 2 verschiedenen Helden, mit denen man gegeneinander spielen kann. Und hier in der Box ist jetzt der Stratege und die Tiergefährtin dabei. Es gibt aber noch etliche weitere Charaktere, die ihr in den unterschiedlichen Staffeln spielen könnt. Im Prinzip ist die Lore ganz einfach. Ihr wollt diesen legendären Dice Throne betreten und darum kämpft ihr. Und ihr übernehmt eben verschiedene Charaktere, die ihr euch einzeln in diesen Boxen hier holen könnt oder in einer großen Staffelbox, die dann auch sehr, sehr teuer daherkommt. Preis schreibt ihr mal bitte drunter hier. Ich glaube, eine Box davon liegt schon bei über 20 Euro für 2 Charaktere. Ihr werdet gleich sehen, dass es sich aber in dem Spielmaterial lohnt. Ich habe so eine Spieloffensive geschickt bekommen, auch alles von Roxley Games zu kriegen. Von daher schaut da mal rein. Ihr habt auf jeden Fall hier euren Strategen in dieser Box und eure Tiergefährtin, die mit einzelnen Fähigkeiten daherkommen. Und wir schmeißen uns Würfel um den Kopf. So viel wusste ich dazu schon. Insgesamt ist das eine Spielzeit für 2 bis 6 Spieler von circa 30 Minuten. 8+. Und das kommt super hin. Ihr wisst, ich liebe Unmatched Spiele, die wirklich so einen geilen Skirmish-Kampf eben ausdrücken. Und deshalb dachte ich mir, ja, die Zeit ist gekommen. Dice Throne muss jetzt mal gedritzt werden. Und das habe ich gemacht und komme jetzt mal zu meinem Fazit. Gucken wir als erstes in die Box. Wir haben hier eine Kurzanleitung, die auch wirklich diesen Begriff Kurzanleitung verdient, weil euch hier mal eben kurz da durchlest, dann habt ihr es ungefähr verstanden. Denn mechanisch erwartet euch hier, für die es noch nicht gespielt haben, ein Kniffel. Ein Kniffel mit unterschiedlichen Charakteren, wo ihr versucht, Straßen und dieselben Würfel zu würfeln. Die könnt ihr eben upgraden durch verschiedene Fähigkeiten, die ihr im Laufe des Spiels kauft. Je nachdem, was eure Charaktere so können. Und ein kniffelt ihr nur wild um die Wette. Und ich habe immer wieder das Schönste gelesen. Dice Throne, oder den schönsten Vergleich gelesen. Dice Throne ist Kniffel auf Steroiden. Und genau das ist es. Es ist ein aufgepumptes Kniffel. Und eins muss ich noch dazu sagen. Kniffel ist mein größtes Hassspiel überhaupt. Meine Freundin liebt Kniffel. Ich weiß nicht warum. Für mich ist das kein Spiel, sondern pures Glück. Und ja, deshalb war ich jetzt erstmal nicht ganz so angetan. Hab mir aber gedacht, komm, ich hol's mal. Könnte ich ja dann mit meiner Freundin spielen. Und heißt, wir kniffeln so ein bisschen um die Ecke. Und meiner Freundin hat es nicht gefallen. Naja, wir gucken uns aber das mal im Einzelnen an. Das Material ist Roxley-typisch erstmal wieder top. Ja, wir kommen mit einzelnen Boxen. Da sind eure Charaktere drin. Für euch auch zu wissen, wenn ihr euch die großen Staffelboxen holt, dann könnt ihr diese einzelnen Boxen nehmen, in die große Box verflanschen, die für die Staffel spricht, und habt dann nur noch eine große Box. Müsst euch also nicht 300 Kartons in den Schrank stellen. Super. Und wenn wir uns jetzt mal hier diesen Charakter angucken, wir haben hier halt eben die Tiergefährtin und den Strategen in seiner einzelnen Box. Ich öffne jetzt auch mal ein, weil bei der Tiergefährtin ist da noch ein bisschen mehr drin. Ist der Aufbau unfassbar genial. Eben so ein Plastikding darüber, damit nichts verrutscht. Und dann habt ihr das, was praktisch als Deckblatt gedacht ist. Ja, jetzt wird's magisch. Als euer Spielboard. Zack. Und hier steht alles drin. Das sind die einzelnen Fähigkeiten, die einzelnen Kniffel, die ihr würfeln müsst, die ultimative Attacke, die ihr machen könnt, Lebenspunkte, die ihr mitbringt. Und da steht eigentlich alles drauf mit den Würfeln, die ihr würfeln müsst. Und da unterscheiden sich eben die Charaktere. Die Tiergefährtin hat zum Beispiel, das seht ihr immer auf ihrem Bogen, wo alle Regeln von ihr draufstehen. Das heißt, ihr müsst euch für jeden so ein bisschen einlesen, um zu verstehen, was die können. Die bringt eben ihre Myra mit. Ja, die Tiergefährtin, wer hätte es gedacht, die ist halt der Ranger. Die bringt einen Tiergefährten mit, der zusätzlich Leben mitbringt, noch so ein bisschen mit den Würfelfähigkeiten synergiert. Und das Ganze wird gepaart durch ein kleines Kartenspiel.
indem ihr eben verschiedene Dinge von eurer Hand reinschmeißen könnt, um Würfelergebnisse des Gegners zu verändern, euch selber so ein bisschen zu buffen, eure Fähigkeiten einzusetzen. Das funktioniert alles wunderbar. Ihr wollt praktisch in der letzten Konsequenz euren Gegner auf die 0 Lebenspunkte bringen und dann ist eben das Spiel für denjenigen verloren. Wer als erster verliert, verliert. Wenn ihr gleichzeitig kaputt geht, müsst ihr gucken, in welcher Reihenfolge das passiert ist. So, und alles das passiert eben mit schönen Würfeln, wie es sich eben für Kniffel gehört. Jeder Charakter hat eigene Customized Würfel dabei, weil die Symbole darauf immer entscheidend sind und eben unterschiedlich synergieren. Und so baut sich dieses komplette Dice Throne Universum auf. Und da muss ich als erstes mal sagen, ich bin wieder mal platt von der Qualität, von dem, was man geboten bekommt, von den Boxen, von allem dem, wie es sich das aufbaut und muss sagen, da ist schon mal wieder mal ein riesen Plus. Ich entwickle mich wirklich zu einem Fan von Spielen, wo Roxley draufsteht, weil die einfach von der Qualität und der Hochwertigkeit genau das erreichen, was ich haben möchte. Ich wiederhole mich da, dafür gebe ich dann gerne ein paar Penunzen mehr aus. Allerdings muss ich auch dazu sagen, mir ist es auf Dauer zu simpel. Ich spiele dann lieber ein Spiel, was weniger mit Würfelglück zu tun hat und mehr mit Strategie, mit Karten, sowas wie Unmatched, was auch immer so ein bisschen unbalanced ist, je nachdem, welche Charaktere man nimmt. Ich fand den Einstieg in Dice Throne aber ganz cool, brauche aber definitiv da Leute, die da mehr Bock drauf haben, um das da einzeln zu spielen, weil ich glaube, Dice Throne hat verdientermaßen viele Fans. Nur meine Kniffel-Antipathie hat es noch nicht komplett beseitigt. Dann gucken wir uns ein Spiel an, was wirklich künstlerisch hochwertig ist. Und das ist Stellium. Stellium habe ich geschickt bekommen von der Boardgame Box. Und dieses Spiel, ja, lässt euch wirklich hier in ein Universum eintauchen und ihr seid die Creator, die Schöpfer dieses Universums und müsst mit tollen Murmeln, die eben Planeten symbolisieren, Punkte ergattern. Und das ist wirklich ein leichtes Spiel, was auch nicht mehr komplett neu ist, was aber, und da bin ich immer hellhörig, mit 30 Minuten Spielzeit daherkommt für 2 bis 4 Spieler. Und deshalb habe ich mir das Spiel sehr, sehr gerne mal angeguckt und das möchte ich euch jetzt mal einzeln zeigen, denn wir bleiben hier bei hervorragendem Material. Alles, was wir heute hier an Spielen vorstellen, hat erstmal Top-Material und Boardgame Box hat das eben auch hier mit Stellium gemacht. Erstmal, ich finde es gut, wenn wir Anleitungen in verschiedenen Sprachen hier haben, dann muss man nicht auf Lokalisierungen warten, was manchmal ewig lange dauert. Man hat hier eben das Board, was ich auf der Rückseite gezeigt habe, was ich hier durch unterschiedliche Plättchen und eben die Eckenfüller aufbaut, ne, dass ihr dann praktisch die dann hier drin habt. Und das muss auch so sein, weil ihr setzt nachher eure Murmeln hier rein und dann könnt ihr die Galaxie auch drehen und dadurch die Konstellation der Planeten komplett beeinflussen. Dann habt ihr hier eigentlich ein schönes Inlay drin. Ich zeige euch das jetzt mal. Denn wenn ich jetzt noch den letzten Token hier unten reinflansche, könnt ihr hier sehen, dass das eigentlich, wie häufig bei Boardgamebox, ein Top-Inlay ist, wo alles seinen Platz findet. Sogar das Token hier in der Mitte. Aber lasst uns nicht zu lange auf diesem Inlay rumreiten, denn hier wäre auch noch so ein Plastiküberzug gut gewesen, damit wirklich nichts daherfliegt. So als letzte konstruktive Kritik, denn ansonsten ist das weit besser als viele andere Inlays. Das wahre Highlight ist eben neben den verschiedenen lustig illustrierten Galaxieschöpfern, die ihr spielen könnt, und die Konstellationen, die ihr eben auslegen müsst, um Punkte zu bekommen, sind die Murmeln, die die Planeten darstellen. Und hier reden wir wirklich mal von richtigen Murmeln. Einen Beutel sollte man aufmachen, bevor man ein Video macht. So. Die erstmal eine unterschiedliche Haptik haben. Und hier sagt das Spiel, ja, wenn man gut ist, dann ertastet man die Haptik und weiß, welche Planeten man hier rauszieht, um eben die Fähigkeiten davon zu triggern. Ich hoffe, die Kamera stellt euch das einigermaßen scharf. Ihr habt hier wirklich, ja, Planeten und die einzelne Fähigkeiten mitbringen, die sogar mit so einer, ja, mit so Knüppelchen daherkommen. Und das sieht alles nachher, wenn ihr die hier in eure Plättchen platziert. Ja, genau, Murmeln fliegen weg. Alles auf dem Board sieht dann eben schöner aus. Sieht wirklich toll aus. Und dann werdet ihr diese Murmeln dann noch durch Fähigkeiten, kommen die dann hier hin, dann verschieben die sich, dann dreht ihr die in der Galaxie. Und ihr habt ein leichtes Punktespiel. Und da musste ich sagen, Stellium ist seicht. Mit der Spielzeit von 30 Minuten soll es aber auch eben überhaupt nicht mehr sein. Mit den Murmeln ist es schön gespielt. Es, diese,
mechanischen Aufbau, um eben Punkte mit den verschiedenfarbigen Murmeln zu machen, ist thematisch sowas von clever gelöst, weil man eben Planeten hat, die es eben zu verschieben gibt. Und von daher ist das Thema hier drauf sehr, sehr gut gewählt. Und ich muss sagen, manchmal zu leicht das Spiel oder zu seicht, aber manchmal auch ein richtiger Kopfzermarterer. Und Stadium werde ich häufiger auf den Tisch ballern, weil ich viele Leute kenne, die sich daran erfreuen, dass es kein zu abgehobenes Thema, obwohl das Thema ja eigentlich total abgehoben ist, denn wie viel höher können wir fliegen als zur Schöpfung der Galaxie? Von daher ist Stadium für mich da nochmal eine Empfehlung, wenn ihr es noch nicht kennt. Guckt es euch mal an, ich habe mich gefreut, dass ich es jetzt habe. Und dann gucken wir uns jetzt mal den Vergleich an, nachdem ihr geschrien habt. Und zwar müssen wir vergleichen, welches Spiel ist besser, Redlands oder Mindbug? Und da müssen wir jetzt erstmal, ich werde euch jetzt nicht großartig die Boxen öffnen. Ich habe euch alles schon vorgestellt. Guckt euch da gerne die Videos dazu an. Die verlinke ich euch auch hier zu den einzelnen Videos. Jetzt müssen wir nur mal herausstellen, was macht Redlands und was macht Mindbug so viel besser. Als ein Teil, was ich jetzt direkt schon mal raushauen muss, optisch finde ich beide Spiele hervorragend. Redlands sogar noch höherwertiger, weshalb ich mir wünschen würde, wenn Mindbug jetzt auch in dem Kickstarter genauso hochwertig zu bekommen gewesen wäre wie Redlands, dann wäre das Duell vielleicht... ja, vielleicht sogar noch ein bisschen krasser. Denn die Spielmatten von Mindbug, muss man ganz klar dazu sagen, sind nicht so der Burner. Die braucht man nicht zwingend. Die Spielmatten in Redlands allerdings sind der Burner. Und die kann ich euch nur wirklich ans Herz legen, weil die wirklich auch wichtig für die Platzierung der Karten sind und euch das Spiel erleichtert. Während bei Mindbug es einfach nur schön ist. Also, wenn ihr nicht einfach schön haben wollt, müsst ihr es nicht haben. So, wir kommen aber jetzt zu dem Punkt, was das wirklich, was die beiden Spiele unterscheidet. Ihr habt wirklich, ja auch zu Recht gesagt, ich habe die Qualität von Redlands in dem Video sehr, sehr hoch gelobt und habe weniger zu der Mechanik des Spiels gesagt. Und das möchte ich jetzt hier einmal nachholen. Denn die Mechanik des Spiels ist überragend gut, genauso gut wie das Spielmaterial. Ihr zieht am Anfang immer drei Lager, die eure Lebenspunkte darstellen. Und diese drei Lager kommen mit einzigartigen asymmetrischen Fähigkeiten daher. Das heißt, jedes Spiel habt ihr unterschiedliche Lager, wenn ihr viele Lager eben als Auswahl habt, die das Spiel von euch von vorne komplett beeinflussen, weil ihr eure Strategie eben anpassen müsst. Und dann müsst ihr eure People davor setzen, dass sie eure Lager eben verteidigen. Ihr wisst ganz genau, welche Charaktere oder People unfassbar stark sind, die eben verteidigt werden müssen. Die muss der Gegner auch bestmöglich sofort aus dem Spiel rausholen. Und hier wirklich baut sich ein asymmetrisches Spiel auf, was jede Runde anders ist. Weshalb ich auch sagen kann, mechanisch ist dieses Spiel genauso gut, wie ich es von der Qualität her gelobt habe. In Mindbug habt ihr das Spiel wesentlich einfacher. Ihr verteilt eben die 10 Karten an jeden. Jeder kriegt 5 Handkarten und davon müsst ihr einfach eine abschmeißen. Und der große Kniff in dem Spiel sind eben die namensgebenden Mindbugs, wo ihr euch überlegen müsst, wann spiele ich meinen Mindbug, um die Kontrolle des gegnerischen Monsters, was gerade gespielt wird, zu übernehmen, um die Effekte dem Gegner um die Ohren zu hauen. Und jede Karte in Mindbug ist so stark, dass sich eigentlich immer der Mindbug lohnen würde. Ihr habt aber nur 3 Lebenspunkte und müsst wirklich abwägen, was hilft euch jetzt da am meisten, um das Spiel zu gewinnen. Und im direkten Vergleich lässt sich sagen, die Spielmechaniken sind ähnlich. Beide Decks bauen sich hier auf und haben sehr, sehr starke Karten, die es gilt, sofort auszuschalten, auf die man reagieren muss und wo man wissen muss, was man tut. Das Spiel ist in einer gewissen Weise auch immer asymmetrisch, weil nicht die beiden Leute die gleichen Karten zur Verfügung haben. In Redlands gibt es eben unterschiedliche Lager, die eure Fähigkeiten beeinflussen. Und in Mindbug habt ihr unterschiedliche Decks, die eben verteilt werden. Also Decks in Anführungsstrichen, ihr mischt immer aus demselben Kartenstapel und dann verteilt ihr daraus jeweils 10 Karten. Von daher kann nicht immer jeder Spieler die gleiche Karte wie der Gegner haben. Man weiß auch von Beginn an nicht zwingend, welche 5 Karten man noch im Spiel hat, muss also immer darauf reagieren. Und der Kernunterschied ist, dass die Mechanik von Redlands vielleicht ein kleines bisschen komplexer ist, also noch einen größeren Weg zur Zugänglichkeit braucht, weil ihr wirklich die Asymmetrie der Lager verstehen müsst. Ihr müsst wirklich Strategien ausprobieren, wie legt ihr eure People und habt dann ein wunderbares Skirmish-Spiel, was sich aber auch in einem kurzen Rahmen hält. Und bei Mindbug könnt ihr einfach drauf losspielen und werdet dann irgendwann merken, wow, dieses Spiel wird aber verdammt taktisch. Und ich finde den Vergleich zu Redlands und Mindbug finde ich wirklich gut, weshalb ich verstehe, weshalb ihr danach gerufen habt. Und viele von euch haben gesagt, Mindbug finden sie noch besser und ich verstehe warum, weil es zugänglicher ist, weil es noch simpler ist, weil es noch cleverer ist. Bei Redlands hat man sich viele Gedanken gemacht, wie kriegt man ein cooles Spiel hin. Bei Mindbug hat man sich gedacht, was kann ich alles rausstreichen, um ein großes Kartenspiel eben so abzudampfen, dass es jeder spielen kann und dann noch einen genialen Kniff mit diesen Mindbugs da reinzubringen, dass es taktisch anspruchsvoll bleibt. Und deshalb ist Mindbug einfach
ja, eine Waffe, muss man schon ganz klar sagen, die es so noch nie gab, weil es eben so gut wie gar keine Regeln hat und dann trotzdem unfassbar taktisch wird und jede Partie von jedem innerhalb von 2 Sekunden verstanden sein kann. Und von daher ist Mindbug wahrscheinlich das bessere Spiel, weil es besser zugänglich ist. Aber ihr hört es bei mir schon raus. Ich zock beide Games und ich habe beide Lager schon entdeckt. Ich bin ganz klar der Typ, der voll auf diese Mad Max-Welt steht und sagt, Redlands, das ist das Spiel meiner Wahl. Es ist unfassbar toll vom Material her. Ich mag es, dass ich so ein bisschen mehr knobeln muss als bei Mindbug und habe das mit vielen Freunden gezockt, die auch wirklich vorher gesagt haben, nee, ich werde mir Mindbug doch nicht holen. Vielleicht reicht mir das Spiel nicht. Dann habe ich Redlands mit denen gezockt und dann haben die gesagt, oh, Redlands ist ein cooles Spiel. Aber jetzt habe ich gerade nochmal verstanden, wie geil Mindbug einfach ist, weil es so simpel ist. Ich musste mir den Kickstarter dann auch holen. Das war dann praktisch so der O-Ton daraus. Also das Lager spaltet sich zurecht in die Leute, die sagen Redlands oder die, die sagen Mindbug. Und es tut mir leid, wie langweilig die Antwort von mir jetzt ist. Aber ich behalte beide Spiele, weil ich liebe sie beide und ich verstehe auch, wann man lieber das eine und wann man lieber das andere spielt. Sei ich mit einer Runde Mindbug starten oder so ein bisschen mehr Strategie mit Redlands. Ich hoffe, dass ich rüberbringen konnte, wo jetzt der Unterschied zwischen Mindbug und Redlands für mich liegt und warum ich definitiv beide behalte. Weil ich sage, Mindbug ist wirklich nochmal der König der Genialität. Redlands ist der König der Qualität. Und ich denke, damit haben wir ein schönes Fazit gezogen. Und ich habe noch ein paar andere Spiele, die sich gut vergleichen lassen. Schreibt doch auch mal in die Kommentare, welche Spiele ihr mal verglichen sehen wollt. Das würde mich interessieren. Und bis daher, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.